Sonne, 30 Grad und leere Becken. Bis vor kurzem war das Bild in den Trierer Freibädern. Dank eines neuen Hygienekonzepts sind diese aber nun wieder täglich geöffnet. Doch was hat sich verändert? Wenn der Badegast zu uns kommen möchte, muss er sich im Vorfeld ein Online-Ticket buchen. Das heißt, er geht auf die Internetseite von Trier oder vom Südbad, geht dann aufs Nord- oder halt Südbad und bucht ein Ticket. Dann kann er mit dieser Reservierungsbestätigung zu uns kommen, ja, fährt auf den Parkplatz drauf, sucht einen Parkplatz, kommt dann in den Eingangsbereich. Da sind die ersten Hygieneregeln und ersten neuen Vorschriften auch schon zu sehen für den Badegast. Dann geht es an die Kasse und da wird dann zuallererst das Ticket gescannt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass mit der Buchung eine E-Mail kommt mit einem QR-Code und der wird von uns eingescannt. Dann wissen wir, der Kunde, der gebucht hat, ist offiziell auch bei uns im Bad in dem jeweiligen Zeitblock, weil wir drei Zeitblöcke haben. Dann geht der Kunde ein neues Wegekonzept durch, also nicht direkt von der Kasse in die Umkleide, sondern erstmal nach draußen einen langen Weg Richtung Umkleidekabine. Und da gibt es dann auch nochmal ganz besondere Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind. Und dann geht es raus in das Freie. Dann kann man sich auf die Wiese legen mit ausreichend Abstand. Man kann in den Freizeitbereich gehen oder halt auf die jeweiligen Sportschwimmbahnen. Nach jedem der drei Besucherblöcke ist eine Stunde eingeplant, um das Bad zu reinigen. Dieses neue Hygienekonzept ermöglicht uns, dass wir auf eines diesen Sommer nicht verzichten müssen. Eine erfrischende Abkühlung.